Amen. Lob und Dank, dass wir hier sein dürfen. Wie der Bruder eben sagte, es gibt eigentlich keinen besseren Platz, der mir persönlich, ich kenne viele Plätze in dieser Welt, einfällen würde. Ja, auch ich will die Grüße von Darmstadt bringen. Bitte betet für uns. Wir sind eine mittlerweile winzige Gemeinde. Es sind einige in Urlaub. Aber wir wissen, dass wir mit dem Herrn wandeln. Und der Herr wird keinen lassen. Und der Bruder Lefteri sprach von Problemen, die wir haben. Wir sind in dieser Welt, wir haben Probleme, wir haben Versuchungen, wir haben Verführungen. Vieles erscheint uns logisch, wenn wir mit menschlichem Verstand arbeiten. Aber wir müssen mit dem Herrn arbeiten. Und da sind mir zwei Verse in Erinnerung gekommen, die ich mit euch teilen möchte aus dem Epheserbrief, Kapitel 4, Vers 4 und 5. Ein Leib und ein Geist, wie ihr auch berufen seid, zu einer Hoffnung eurer Berufung, ein Herr, ein Glaube, eine Taufe, ein Gott und Vater aller, über allen und durch alle und in euch allein. Geschwister, wir sind ein Leib, ob wir hier in Bietigheim sind, ob wir in Düsseldorf sind, in Griesheim, ob wir in der Slowakei sind oder in Indien, egal wo, weil wir haben alle die gleiche Berufung und wir haben alle den gleichen Herrn. Weil er hat für uns das Lösegeld bezahlt. Und wir haben, gestern Abend hatten wir noch überraschend Besuch bekommen von einem Bruder, der bei uns im Haus wohnt. Und der geht immer sehr, wie soll ich sagen, erschüttert von uns, weil er ist in einer freien evangelischen Gemeinde. Ich will das jetzt nicht verurteilen, aber sie haben das Wort nicht so in der, ich sag mal, Deutlichkeit, wie wir es hier haben dürfen. Und er sagt auch, er freut sich so, er isst Blutwurst. Du isst Blutwurst? Aha. Weißt du aber schon, was im Wort steht? Nee, wieso? Warum? Schau mal. Und er war ein bisschen verblüfft, was das steht im Wort. Also ich lies. Weil wenn wir ein Geist sind, alle zusammen, dann können wir viel bewegen. Wenn wir natürlich alleine bleiben, er bleibt oft allein, weil er arbeitet viel. Er sagte gestern, das Wort frei kenne ich nicht. Dann, wenn ich mich der Arbeit hingebe, dann kämpfe ich allein. Wenn ich mich so an Afrika erinnere, ich war oft in Afrika und war auch in der Wildnis, habe die Tiere beobachtet. Gerade die wehrlos sind, die vereinen sich, die sind in Herden zusammen. Und die am Rande stehen, na, irgendwann kommt einer und hat eine Verwendung dafür und nimmt sie zum Frühstück mit. Und wir sind auch wehrlos. Wir sind nicht so gerissen, sage ich mal, wie die Welt ist, um sich alles anzueignen. Wir sind wehrlos, weil wir wissen, dass wir einen ewigen Schatz im Himmel haben. Wir brauchen diese Tricks, diese Schlichen nicht, die Welt hat, um ein einigermaßen brauchbares Leben zu haben, das, wie der Bruder sagte, vergänglich ist. Wenn wir aber ein Leib sind, ein Geist, eines Geistes, wenn wir nicht ein Geist wären, wären wir alle nicht hier. Dann würden wir, der eine vielleicht im Schwimmbad liegen, der nächste im Biergarten, wenn er aus Nürnberg kommt, da gibt es Biergärten, ich weiß nicht, hier vielleicht auch. Wir würden der Welt frönen, aber wenn wir ein Geist sind, haben wir auch das gemeinsame Ziel. Und wenn wir Probleme haben, dann sollten wir diesen Geist nutzen. Wenn wir uns vereinen im Gebet, wenn wir um die Probleme der anderen wissen, können wir vor den Herrn treten und sagen, hilf dem Bruder, übernimm ihn, die Probleme, die er hat. Ich will kein Prophet sein, aber die Probleme werden zunehmen. Ich habe die Woche, war mein IT-Mensch da und er hat mir alles neu eingerichtet. Und er sagte, oh, überall die ganzen Passwörter und den ganzen Kram da eingeben. Wo soll das noch hinführen? Ich sagte, du willst wissen, wo das hinführt? Augenblick. Und habe in meinem Schrank die Bibel geholt und habe ihm das gezeigt. Und dann war ich etwas erstaunt, weil er sagte, ja, stimmt, ich habe ihm also vorgelegen, irgendwann werden wir der Passwörter überdrüssig sein, dann reißen wir uns das mal zu nehmen. Ja und? Er sagt, dann ist vorbei. Dann wirst du
im Dunkeln bleiben. Und der hat das eigentlich verstanden. Er sagt, ja, das ist alles, was du hier gelesen hast, das kann ich in der Welt sehen, dass das passiert. Und wenn das jemand sagt, der eigentlich mit dem Herrn noch nicht viel zu tun hat, außer von mir was zu hören, dann sollten wir uns wirklich bereit machen, weil dann ist die Stunde nahe, wo wir der Berufung folgen, von der der Apostel hier spricht, weil wir sind berufen, Erbe des Herrn zu werden. Wenn wir sterben, leben wir, so merkwürdig das klingen mag, weil für uns hat der Herr etwas in Ewigkeit bereitet. Um das aber zu erreichen, müssen wir zusammen kämpfen. Wenn wir alleine arbeiten, so sagt uns die Welt, addieren wir. Dann packe ich ein Päckchen und nehme das nächste, wenn wir zu mehreren arbeiten, dann multiplizieren wir. Dann geht die Arbeit viel schneller. Und wenn wir gemeinsam uns im Gebet vereinen, wenn wir um die Probleme, um den anderen wissen, dann können wir eintreten und dann werden viele Probleme gar nicht erst aufkommen. Ich habe das so oft erlebt, gestern Abend, ich wollte Feierabend machen, ein bisschen früher Feierabend machen, weil ich in der Zeit, wo die Sicherung am Rechner läuft, dann kann ich noch ein Gebet machen, das dauert eh so 20 Minuten, das passt wunderbar. Und ich bin auf die Knie gegangen, hat so viel Unruhe, sag, Herr, was ist los? Ich will, aber irgendwie merke, du schickst mich zurück. Und dann sage ich, okay, dann gucke ich mal, was los ist. Und ja, ich wollte eigentlich eine halbe Stunde früher zu Hause sein, bin aber deswegen mehr als eine Stunde später nach Hause gekommen, weil ich plötzlich mit der EDV Probleme hatte und er hat es mir gezeigt. Er hat gesagt, kümmere dich drum. Wenn wir mit dem Herrn verbunden sind, der Herr weiß alles, dann werden wir jede Hilfe kriegen. Ich kann es euch nur bestätigen in den Jahren, die ich beim Herrn bin, selbst für meine Arbeit. Wenn ich Probleme habe, wenn ich so auf mein Konto gucke und so sehe, dass am Ende des Geldes noch so viel Monat übrig ist, sage ich, hey, was soll denn passieren? Hilf mir doch, ich habe so viele Rechnungen geschrieben. Und dann müssen wir aber Vertrauen haben. Weil wir sind ein Leib, ein Geist, wir sind Kinder Gottes. Sage ich, okay, du wirst das übernehmen. Und nicht, wann es mir immer enger wurde, sondern als der Herr gesagt hat, jetzt brauchst du es. Dann ist es auch gekommen. Der Herr hat mich, das darf ich zu seiner Ehre bezeugen, noch nie im Stich gelassen. Wir müssen aber Glauben haben, dass wir zu ihm berufen sind, weil dafür haben wir uns taufen lassen, dafür hat uns der Herr im Geist getauft und dafür nennen wir ihn Vater. Und die Kinder, die hier sind, ich glaube, die haben großes Vertrauen zu ihrem Vater, zu ihren Eltern. Wir sollten dieses Vertrauen auch haben. Dann werden wir die Probleme der Welt leicht ertragen können, weil dann wissen wir, wer uns helfen kann. Wir sollen nicht sagen, Herr, ich habe ein großes Problem, sondern vielleicht drehen wir es um und sagen, Problem, ich habe einen großen Herrn. Pass auf, wenn der einschreitet, an ihm ist nichts unmöglich. Er hat alles, was wir sehen, gemacht. Wenn du, ich weiß nicht, wie es in Griechenland ist, wenn du mal in Indien oder auch in Afrika, da wo weit und breit keine Stadt ist, kein Licht ist, wenn du dann nach oben schaust, dann wissen wir, wie groß der Herr ist. Weil solche Farbenpracht habe ich in Deutschland noch nie gesehen. Aber wer das mal sehen kann, der sieht dann die Größe des Herrn und dann wissen wir, dass dem Herrn nichts unmöglich ist. Der Herr möge uns segnen für das Vertrauen, das wir ihnen haben und er möge auch den Rest der Stunde übernehmen. Amen.